pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. Cause we're gonna be legends. Push on, man. Sven denkt, er hat gerade einen Biss. Ist das ein Schlammloch oder was? Heb die wieder an, aber nein. Oh, schon wieder. Gar keine Köderführung. Einfach nur hängen lassen. Oder ist das ein Schlammloch oder was ist das hier? Bist du sicher, dass du einen Biss hattest? Ja. Da ist er. Oh, sauber. Nicht schlecht. So, Freunde, und ihr seht, genau darum geht es heute. Denn es gibt heute kein klassisches Tutorial-Theorie-Video hier auf Spartan Fishing, sondern letztens hat der liebe Alex einen Kommentar geschrieben: Hey, Garrett, mach doch mal ein Catch-and-Cook-Video. Und ich bin heute Dorschangeln mit Sven, guten Kollegen. Und warum nicht? Wir machen einfach mal einen kleinen Aufnahmetag, das heißt ein bisschen Film. Ich zeige euch, wie man die Dorsche hier fängt und am Ende bereiten wir die natürlich auch zu. Und zwar hier auf dem Boot, das heißt richtig schön spartanisch. Wir werden zwar kein Lagerfeuer machen, aber ihr seht dann, was wir tun. So, Freunde, jetzt ist uns ein etwas besserer Fisch eingestiegen nach den ganzen kleinen. Und wir schauen mal, was für eine Überraschung wir haben. Merkst du sofort, ey, wenn die Kopfschläge schön langsam sind und nicht so hektisch. Das ist ein geiler Fisch. Oh, schöner Fisch. Was für ein Kopf die haben, ey. Oh, und da kotzt er schön ein paar Krabben raus. Yes! Was für ein geiler, dicker Fisch, ey. Total geil. Und auch hier wieder auf diesen Motor Oil Gummifisch bei dem Sonnenschein. Hammer, das macht Spaß. So, dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, was für Köder wir überhaupt fischen. Und zwar keine klassischen Pilker, wie ihr das vielleicht kennt vom Dorschangeln, sondern ich habe einfach meinen Zander-Tackle dabei, denn Dorsche sind ja im Grunde so ähnlich wie Zander, das heißt, sie haben ein ähnliches Jagdverhalten, leben am Grund des Gewässers bzw. des Meeres und lassen sich halt auch mit ähnlichen Ködern, mit Gummifischen fangen und natürlich auch mit einer ähnlichen Köderführung, das heißt einfach faulenzen und jiggen. Was ich ganz gerne mache beim Dorschangeln, ist, dass ich auf Farben setze, die in der starken Tiefe sehr, sehr gut zu sehen sind bzw. UV-aktiv sind. Das sind diese Motor-Oil-Töne, das heißt dieser Motor-Oil-Ton, der oben über der Oberfläche halt eher bräunlich scheint, aber unter Wasser durch das UV-Licht richtig schön grün reflektiert, oder aber auch solche Orange- und Gelbtöne sind wunderbar, weil sie einfach viel, viel greller sind und in der extremen Tiefe, wir haben hier jetzt 25 Meter, dort fallen diese Köder viel, viel eher auf. So, dann gucken wir jetzt mal nach. Ich muss den erstmal absinken lassen, ne? So, was ganz wichtig ist, ist, dass ihr den Köder nicht
einfach mit geschlossenem Schnurbügel absingen lasst, sondern mit offenem Schnurbügel, weil sonst pendelt der Köder an euch ran und wir haben hier 25 Meter. Das heißt, das dauert einfach viel zu lange, bis der Köder unten angekommen ist, sondern ihr verliert unglaublich viel Strecke, weil ja dieser Pendeleffekt herrscht. Deshalb immer am offenen Schnurbügel kontrolliert absinken lassen. Er sinkt, 30 Gramm. So, jetzt ist der Köder unten, jetzt nehme ich Kontakt auf und lasse ihn einmal leicht absinken. Jetzt ist der Köder unten angekommen, jetzt mache ich einfach nur eine Kuppelumdrehung, anderthalb, vielleicht auch zwei, aber mehr nicht. Im Grunde also genau das gleiche wie beim Zanderangeln. Und meistens kommen die Bisse genau in diese Absinkphase. So, Köder sinkt, ist abgesunken und ich starte ihn wieder. Wenn ihr selbst an tiefen Stellen angelt und es ist vielleicht noch ein bisschen Strömung und ihr merkt, dass selbst wenn ihr zwei Kurbelumdrehungen macht, dass der Köder viel zu lange absinkt, dann heißt das, dass der Köder zu sehr nach oben startet. Dann macht ihr vielleicht einfach nur eine Kurbelumdrehung. Also geht da einfach ein bisschen runter mit den Kurbelumdrehungen. Fisch. Und genau in dieser Absinkphase. Das Coole war hier gerade, die Rutenspitze hat sich entspannt, bevor der Köder unten angekommen ist. Das heißt, der Dorsch ist von unten nach oben und hat den Gummifisch nach oben gedrückt und dadurch hat sich die Rutenspitze früher entspannt. Das war ein cooler Biss. Die kleinen Dorsche erkennt ihr immer daran, dass sie so wie so Barsche so ganz schnell zuppeln und die größeren, die haben ein bisschen längere Abstände zwischen den Kopfschlägen. So, und da haben wir ihn, Kollege Salzwasserzander. Ja, ist doch ganz okay. Und voll weggenagelt hat er den Köder. Alter, sind das schöne Fische. Kurz am Nacken gepackt. Und da ist er. Schöner Dorsch. Schaut euch an. Perfekt in der Absinkphase. Während der Köder sinkt, saugt er den Gummifisch ein und dann hängen die Köder perfekt vorne im Maul. Das ist eine lustige, spaßige Angelei und lecker wird's auch. Taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? So, Freunde, der Angeltag ist zu Ende und eins kann ich euch sagen. Erst einmal immer Sonnenbrille ausziehen, wenn man in eine Kamera guckt. Oder man ist blind oder ein Arschloch, dann lässt man die Sonnenbrille an, während man in eine Kamera guckt. Aber nehmt euch am besten ein bisschen Sonnencreme mit, wenn ihr jetzt auf dem Wasser seid. Dann seht ihr am nächsten Tag, wenn Ostersonntag ist mit der Familie, nicht aus wie ein Waschbär. Ne? Der Grill erhitzt sich gerade und jetzt kommen gleich die Filets drauf. Jetzt kommen gleich die Filets drauf und wie ihr euch das gewünscht habt, gibt es jetzt ein schönes spartanisches Rezept. So, und jetzt haben wir hier unsere fertigen Filets und wir machen das Ganze jetzt ganz spartanisch. Wir werden erstmal ein paar Filets pur braten, grillen und lassen den einmal durchfahren. Den haben wir nämlich für gerade jetzt engagiert. Klasse macht ihr das. Also, super. Klasse. Danke. Super gemacht. Alles nach Plan. Also wir werden erst einmal ein paar Filets komplett pur spartanisch grillen. Das war's. Das Rezept könnt ihr euch schon mal merken. Und das andere, was wir machen werden, erst einmal müssen wir alle Filets mal ein bisschen halbieren. Am besten macht ihr das auch nicht mit einem Filetiermesser, sondern mit so einem schönen Buschmesser. Das kommt einfach spartanischer rüber. Und ihr nehmt euch Speer. Das geht natürlich auch. So. Und die andere Portion, die werden wir jetzt ein bisschen verfeinern mit African Fish. Eine afrikanische Gewürzmischung. Keine Ahnung, was das genau ist. Es sind Lauch, Zwiebeln, Nana, Minze, Zitrone, Majoran, Koriander, Knoblauch. Und es kann aber auch Spuren von Sellerie und Sesam enthalten, wie im Grunde alles in unseren Lebensmitteln. So, das würze ich ein bisschen und drücke die Gewürze ein bisschen rein. Das Gute ist ja,
Wir braten jetzt und grillen ja nicht auf extrem hoher Hitze. Das ist ja so eins der Sünden, die man machen kann beim Fisch zubereiten, dass man die Gewürze verbrennen lässt. Deshalb ist das Gute hier, dass wir nicht ganz so viel Hitze haben und dass wir das ganz gemächlich garen lassen. Aber wie gesagt, die erste Portion, die kommt gleich erst einmal komplett pur auf den Teller. So, das war's. Spartanisch. Schmeckt auch noch gut. Ganz leicht öffnen. Ich meine, frischer geht's nicht, ne? Können wir abziehen. Boah. Und jetzt gibt's noch einen richtig schönen Salat. Einen Spartan Fishing Salat. Einfach nur Tomaten und Kichererbsen. So, und hier haben wir das spartanische Fischgericht. Dazu gibt es noch einen kleinen Salat, weil jeder Spartaner braucht ja einen Salat, aber jetzt nicht mit Dressing und Blattsalat, sondern einfach nur Tomaten, ein paar Kichererbsen, ein bisschen Petersilie, Paprika, das war's. Dazu den leckeren Dorsch. Es ist ein Traum, Freunde, da vergisst man gleich wieder den Sonnenbrand. Jetzt wird mal gekostet. Soll ich aber auch nehmen? Nee, geht. Alles klar. Das ist einfach geil. Da brauchst du keine Gewürze. Ohne Witz, wenn der Fisch so frisch ist. Der schmeckt würzig. Das schmeckt auch nicht nach Fisch. Gar nicht. Dorsch ja sowieso nicht. Aber das ist einfach nur geil. Also pur gegrillt auf dem Boot. Ich meine, spartanischer geht's nicht. Wir können jetzt hier auch noch ein Lagerfeuer machen, aber das wäre halt scheiße fürs Boot. Läuft. Das ist doch einfach nur geil, oder? Besser geht es nicht. Einer aus unserer Facebook-Gruppe bei Angeln auf Zander, Michael, liebe Grüße, hat ja schon vorgeschlagen, dass wir mal ein Rezeptbuch machen sollten, also ein Kochbuch. Ich glaube, das ist eine echt gute Idee. Wir machen so ein Spartan Fishing Kochbuch. Einfach nur Rezepte von verschiedenen Fischarten. Pur gebraten. Fertig. Das ist das Kochbuch. Wäre doch der Wahnsinn. Drückt jetzt auf den Daumen nach oben, wenn ihr Bock drauf habt. Und jetzt alle so. Nö. Daumen runter. Ist der Fisch mit Gewürzen ready? Mal schauen, ob er das. Naja, im Grunde ist das schon auch spartanisch. Ne? Fisch, einfach nur Gewürze drauf. Gilt auch. Schmeckt absolut. Hauptschmaus. Beschissen. Nein, ist der Wahnsinn. Schmeckt absolut geil. Ist der Wahnsinn, ohne Witz. Das ist echt. Das ist echt Hammer. Was würdest du sagen, ist besser, mit Gewürze oder ohne? Ich finde beides mega lecker, ja. Aber ich finde, es ist ein bisschen interessanter mit den Gewürzen. Ja, es ist beides gut. Also wenn ihr es mal nachmachen wollt, ihr könnt die Fische auch ohne Gewürze nutzen. Ist nicht schlimm. Aber mit Gewürz ist interessanter. Das ist eine gute Beschreibung. Finde ich gut. Können wir machen. Ganz wichtig, African Fish. Ne? African Fish ist der Wahnsinn. Mit Nana-Minze. Ja, das Tolle ist ja bei dem Dorsch, du kannst den ja schon hier in der Ostsee einmal salzen. Im Wasser. Einfach durchs Wasser ziehen. Fertig. Das ist der Wahnsinn. Es gibt doch nichts Geileres als einen selbstgefangenen Fisch, oder? Hammer. So, Freunde, der letzte Fisch wird jetzt
verzehrt, dann werden die Sachen gepackt und dann geht's ab nach Hause. Ja, damit auch ein Au revoir für dieses Video nun. Ich hoffe, euch hat mal dieses etwas andere Video gefallen. Falls ja, dann schreibt es doch bitte hier unten in die Kommentare, falls ihr auch Bock habt auf weitere solcher Videos, mal abseits von den normalen Theorie- und Tutorial-Videos. Und falls ihr weitere Videoideen habt, dann könnt ihr die natürlich auch jederzeit hier unten reinschreiben, genauso wie eure Fragen allgemein, wenn es um das Thema Raubfischangeln geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder aber einen Daumen nach unten, falls euch es gar nicht gefallen hat. Ist mir ganz egal, eure Bewertung ist mir wichtig. Und falls ihr neu mit dabei seid, dann drückt doch bitte hier auf den Abonnieren-Button, um regelmäßig neue Videos rund um das Thema Raubfischangeln zu erhalten. Ihr werdet auch benachrichtigt, wenn ihr auf diese kleine Glocke daneben klickt. Und in dem Sinne, ich hau jetzt noch mal gut rein, genieße hier das spartanische Dorsch-Menü und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg am Wasser. Bis dahin, liebe Grüße und ein kräftiges Au! Euer Garrett. Ciao! But tonight we dine in hell!